Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt passt mal auf. Also, ich habe ja in dieser Serie Schlafschafe mitgespielt, allerdings eine Winzrolle. Wirklich, nur eine Szene, so eine böse Maskenverkäuferin. Und da musste ich sehr viele Interviews geben dafür. Das steht in unseren Verträgen, dass wir das eben bewerben müssen. Ich habe eine PR-Agentin, die liest auch alle Sachen durch und es war alles in Ordnung. Und eine deutsche Zeitschrift, also seit heute Morgen steht bei mir das Telefon nicht mehr still. Meine ganzen Freunde rufen an, aber was lest ihr auch für Zeitschriften, muss ich euch mal fragen. Hallo? Das ist die Überschrift. Liebesaus nach 20 Jahren. Also, was denkt man sich da? Um Gottes Willen, die haben sich getrennt. Liest man das dann? Ist genau der Gegenteil. Wir sind wie ein altes Gänsepaar. Sind wir. Das ist der Wahnsinn. Und dann, also ich habe auch keine Villa. Ja, also wirklich nicht. Es ist der Wahnsinn. Ja, wir vergessen unseren Hochzeitstag. Weil das irgendwie, weiß ich nicht, wir vergessen ihn ganz einfach. Wir werden immer von anderen, wir wissen auch gar nicht, welcher zählt. Die standesamtliche oder die kirchliche, ist ja egal. Nein. Mein Mann und ich, wir sind nach über 20 Jahren immer noch sehr glücklich miteinander. Aber daran seht ihr mal, wie reißerisch der Journalismus ist. Und ich werde mir jetzt wieder angewöhnen, dass ich abends, bevor ich ins Bett gehe, wieder unter das Bett gucke, ob da nicht wieder einer drunter liegt, der dann ganz genau weiß, wie es hier in unserem Haus zugeht. Es ist der Wahnsinn. Also, Liebesaus nach 20 Jahren, nein. Es stimmt ganz einfach nicht. Und liest man dann den Artikel, dann relativiert sich das auch alles wieder. Also ich wollte euch nur mal zeigen, wie sowas funktioniert. Je reißerischer die Überschrift, desto besser. Tschüss.